Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die norwegische Butterkrise. Alles in Butter? In Norwegen leider nicht. Die norwegische Butterkrise begann Ende 2011 mit einer akuten Verknappung von Butter und einer Steigerung der Butterpreise auf den Märkten Norwegens. Wegen des akuten Mangels stiegen die Preise und Buttervorräte in Supermärkten waren schon kurz nach neuen Lieferungen ausverkauft. Die dänische Boulevardzeitung BT bezeichnete die Situation in Norwegen aufgrund des Buttermangels als Butterpanik. Verknappung. Starke Regenfälle während des Sommers beeinflussten das Grasen der Kühe und reduzierten die Milchproduktion während des Sommers um ungefähr 20 Millionen Liter, was sich in erhöhten Butterpreisen niederschlug. Währenddessen stieg die Nachfrage rasch an. 20% mehr Verkäufe im Oktober 2011 und weitere 30% im November. Ein akuter Mangel resultierte in rapide zunehmenden Preisen. Mitte Dezember 2011 kostete eine einzige 250-Gramm-Packung der importierten Nurpack-Butter 300 norwegische Kronen, umgerechnet 39 Euro. Die Knappheit hielt aufgrund hoher Importzölle auf Butter an, die die heimische Milchindustrie gegen ausländische Konkurrenten schützen sollte. In der Tat stammten 90% der in Norwegen verkauften Butter aus heimischer Produktion. Die Milchindustrie erwartete ein Defizit von 500 bis 1000 Tonnen, wohingegen die Nachfrage nach Butter seit 2010 um 30% stieg. Der Lebensmittelkonzern Tine wurde von den Milchbauern beschuldigt, sie nicht über die höheren Nachfragequoten informiert zu haben und trotz der sich anbahnenden nationalen Verknappung Butter in andere Länder zu exportieren. Tine produzierte im Jahr 2011 90% der norwegischen Butter und war zugleich die größte Milchgenossenschaft und der Marktregulator des Landes. Reaktion. Als Reaktion auf die wachsende Kritik bat Tine die Regierung, die Einfuhrzölle zu senken, um den Mangel mit billigeren Importen aus Nachbarstaaten zu begegnen. Die Regierung senkte daraufhin die Einfuhrzölle für Butter bis Ende März 2012 um 80%, also von 25 norwegische Kronen, umgerechnet etwa 3,22 Euro, Stand 5. Januar 2012, auf 4 norwegische Kronen, umgerechnet etwa 51 Cent. Stand 5. Januar 2012 pro Kilogramm. Nach Angaben eines Tine-Sprechers sei jedoch trotz der Änderung unwahrscheinlich, dass große Buttervorräte vor Januar 2012 verfügbar würden. Es gab Rufe danach, als Konsequenz aus der Butterkrise das norwegische Staatsmonopol zu reformieren. Die Struktur der Milchindustrie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, um Preise hochzuhalten, wodurch kleine Farmen geschützt werden sollten. Laut den Kritikern ist dies jedoch de facto ein Monopol, welches es nicht schaffte, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Die Krise erzeugte eine Vielzahl von Reaktionen durch Personen und Organisationen in Norwegen und benachbarten Ländern. Eine norwegische Zeitung versuchte, neue Abonnenten zu gewinnen, indem sie ein halbes Kilo Butter als Prämie anboten. Studenten auktionierten im Internet Butter, um ihre Abschlusspartys zu finanzieren. Einige Personen wurden ertappt, als sie Butter über die Grenze schmuggeln wollten, während Schweden Online-Werbung schalteten, in der sie anboten, Norwegern Butter zu einem Preis von bis zu 460 norwegischen Kronen, etwa 59 Euro, Stand 5. Januar 2012, pro Paket zu liefern.
Der dänische Molkereigeschäftsmann Carl Christian Lund versuchte, die Nachfrage nach seiner eigenen Butter zu steigern, indem er Tausende von Paketen in Kristiansand und Oslo aushändigte. Schwedische Supermärkte boten kostenlose Butter für norwegische Kunden, um diese zum Einkauf über die Grenze zu locken. Auf der schwedischen Seite der südöstlichen Grenze des Svinesund berichteten Supermärkte einen 20-mal höheren Verkauf von Butter als normal, wobei 9 von 10 Käufern Norweger waren. Eine dänische Fernsehsendung strahlte einen Notaufruf aus, der Zuschauer aufforderte, Butter zu schicken. Dabei wurden 4000 Packungen gesammelt, die an Norweger verteilt wurden. Dänische Flughäfen und Fähren, die die Meerenge zwischen den beiden Ländern überqueren, hielten Buttervorräte in ihren Duty-Free-Läden bereit. Nachwirkungen. Aufgrund der Butterkrise verloren norwegische Einzelhändler eine geschätzte Summe von 43 Millionen norwegischen Kronen, etwa 5,5 Millionen Euro Stand 5. Januar 2012. Die norwegische Fortschrittspartei verlangte, dass Tine die Einzelhändler für ihre Verluste entschädigt. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich 2 Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlaf mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de und patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Folge uns auch auf Instagram @einschlafenmitwikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wozniak.